Im Mittelpunkt unserer nächsten Geschichte steht Nena, die derzeit wohl erfolgreichste deutsche Sängerin. Nacheinander erobern ihre Songs Nur geträumt und 99 Luftballons die Hitparaden. Ihr Film, bei dem sie die Hauptrolle spielt, Gib Gas, Ich will Spaß, erwies sich als wahrer Publikumsmagnet. Nena, eine Traumkarriere. Ich bin die Nena, ich spiele Schlagzeug und ich singe. Ich bin Rolf und spiele auch Schlagzeug. Ich bin Jürgen und spiele Bass und Stick. Tach, ich bin Karl, ich spiele Gitarre. Hallo, ich bin der Uwe, ich spiele Keyboards. Mein Kopf tut weh.
muss die Mut dazu haben, das zu machen, was aus einem selbst rauskommt irgendwie. Stimmt. Und dann haben wir das Glück gehabt, dass wir dabei auf Strukturen getroffen sind, also die uns da unheimlich viel weitergeholfen haben. Halt, wie gesagt, der Background mit Spliff als Produzenten. Mhm. Aber die haben das natürlich auch gesehen, dass da eine Sache ist, in der wirklich viel drinsteckt, sonst hätten sie es auch gar nicht irgendwie produziert oder so. Und wie gesagt, man muss den Mut dazu haben, das zu machen, was man in sich selbst hat. Ja, also ich meine, wir hatten schon unheimlich viel Glück, ne? Es gehört auch Glück dazu, das ist ganz klar. Aber man muss sich auch unheimlich viel erkämpfen. Es ist nicht so, dass uns das so in den Schoß gelegt wurde, ne? Was war das Schwierigste zu erkämpfen? Ich meine, du musst jeden Tag hart an dir arbeiten, ja? Du musst, also ich habe vor 5 Jahren angefangen mit der Musik und ich musste unzählige schreckliche Jobs machen zum Beispiel, ja, um jeden Tag proben zu können, weil du kannst nicht entweder einen Job machen oder Musik machen, du musst dich entscheiden, ja? Und ich habe mich für Musik entschieden, also musste irgendwelche Jobs machen und dich irgendwie so immer so durchziehen und das zehrt unheimlich an deiner Kraft, also dann... kann es auch sein, dass du eines Tages sagst, was soll das alles, wozu mache ich das, ich verdiene damit nichts und so. Und dann musst du dich aber doch immer wieder durchringen und wieder in den Proberaum gehen und irgendwas machen. Ja. Viele Leute denken, dass Erfolg einen automatisch korrupt machen muss. Beziehungsweise andersrum, dass man nur Erfolg haben kann, wenn man schon von vornherein korrupt ist irgendwie. Und dann wollen sie einem irgendwie so Dinger unterjubeln, irgendwie so unterschwellig, dass man sich jetzt dafür entschuldigen soll, dass man Erfolg hat und sowas in der Art. Und das, was wir machen, das hätten wir in jedem Fall gemacht. Und der Erfolg ist ein tolles Ergebnis oder Zufall oder wie immer man will oder so. Ne? Manchmal ist man schon ein bisschen genervt, ne? Weil das dann, also wenn so 5 Leute am Tag mit dir reden wollen und die stellen dann meistens immer die gleichen Fragen, ne? Dann kann man nicht mehr, also manchmal kann man nicht mehr so locker sein und lachen und freundlich und so. Bin ich schon mal ab und zu ein bisschen viele Leute, die halten so jemand, der bekannt ist für sowas wie ein öffentliches Gut wie die U-Bahn, ja, oder so, stimmt. Weißt du? Die kommen dann an, wir sitzen beim Essen, Nena versucht gerade irgendwie ihr Steak anzuschneiden, ja. Und dann kommen die an und sagen noch nicht mal bitte, sondern Autogramm. Plump, weißt du, plump, so. Vertraulich. Und sag mal, unterschreib mal da bitte. Warte mal, unterschreib mal drauf. Als wäre das meine Pflicht, ja? Also... Ja, worum es einfach geht, ist, wir versuchen, eine richtige Band zu sein, eine wirklich kreative Band zu sein. Und sowas hat es, glaube ich, schon irgendwie lange nicht mehr so gelungen, wie bei uns anscheinend gegeben. Irgendwie gibt es schon noch auch richtige andere Bands, Spliff zum Beispiel, das sage ich jetzt nicht, weil das unsere Freunde sind. Aber das ist halt auch eine richtige Band und nicht einfach nur, ich finde, eine Band macht es aus, wenn Leute zusammenkommen, die nur in dieser Konstellation das sein können, was sie sind irgendwie. Und nicht so irgendwelche zusammengewürfelten Crews von guten Musikern, sondern einfach Persönlichkeiten, die sich ergänzen. Und so war das bei den Stones, bei den Beatles, bei den Who, bei den Yardbirds und so weiter. Bin ich tierisch aufgeregt. Also es lädt sich total auf, ich fange an zu zittern und so. Wenn ich dann auf der Bühne stehe, kann ich das alles loslassen. Und wenn das Konzert dann vorbei ist, dann sitzt man in der Garderobe und wenn es toll war, dann kann man so richtig machen, so seufzen und sich wohlfühlen. Und wenn es nicht so toll war, dann sprechen wir halt drüber, was wir besser machen und so. Aber es ist schon so, dass ich mich also auf der Bühne total auslasse und dass mich das auch entschädigt für alles Unangenehme, was die Sache so mit sich bringt. Ich möchte Nenas Job dann nicht machen, das wäre mir wirklich ein bisschen zu anstrengend. Ich bin auch nicht der Typ, so, der sich so in den Vordergrund schiebt. Also ich glaube, das hängt auch im Charakter und der Persönlichkeit so ein bisschen zusammen. Ich finde, irgendwo rumsitzen und Kaffee zu trinken, anstrengend. Echt, das habe ich gestern auch schon mal gesagt. Ich finde das ermüdend. Also ich sitze gerne und so mal eine halbe Stunde in so einem Café und trinke mal einen Cappuccino oder was, aber dann muss ich auch wieder raus. Ich kann nicht lange irgendwo sitzen, da wäre ich echt müde, ja. Schlafe ich ein. Engel haben keine Schuhe.
Worte. Schneller! Tempo, Tempo! Brumm, brumm! Piano, piano, questo è il mio motore speciale. I'm Robin from France, also. Yeah, you're not German, eh? I think I start liking the music, yeah? Also ich stehe nach wie vor dahinter und es hat mir auch Spaß gemacht, diesen Film zu machen, weil ich habe auch ziemlich viel gelernt dadurch und so. Und also der Film ist halt für ein bestimmtes Publikum gemacht. Er sollte von vornherein nicht irgendwie Kunst werden, dieser Film. Und er ist so geworden, wie ich es mir gedacht habe, und ist okay so. Aber ich habe keine Lust mehr drüber zu reden, weil der ist mir einfach viel zu unwichtig, als dass ich da jetzt jedes Mal immer wieder was erklären sollte oder meine Meinung dazu abgeben müsste. Du stehst in der Öffentlichkeit im Mittelpunkt, hast aber andererseits mit vier Herren zu arbeiten. Gibt es da nicht manchmal Reibereien, allein schon des Geschlechts wegen? Wie fühlt man sich als Frau in einer Welt? Wie kommst du darauf, dass da Reibereien gibt? Ich meine, ich sagte, sie könnte es doch eventuell Jungs geben. Jungs und Mädchen verstehen sich doch Jungs gut und Mädchen irgendwie von Magneten. Der Tour aus. Irgendwie, wie sollte es da Reibereien geben? Ich fühle mich auch nicht jetzt so als Frau in so einer Männerband oder so. Habe ich sowieso nicht so viel mit zu tun. Ich bin einfach ein Teil von der Band und ich bin eben ein Mädchen. Also da gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Leute sehen hinter mir im Hochpark.